Ja, mit dabei ist wieder der Crazy Boy, man kennt. Hallo, ich bin der Crazy Boy. Ja, wir hatten ja letztes Mal ein sehr dramatisches Ende gehabt. Ja, das kann man so sagen. Aber zum Glück ist hier alles gerade friedlich. Es ist kein Skeleton irgendwo, es ist kein Blutmond. Die Nacht ist vorbeigezogen. Noch nicht, Markus, noch nicht. Ja, bei mir ist alles friedlich. Ja, noch ist alles friedlich, Markus, aber ich kann sich erinnern, ne? Lass mal als allererst wieder in unser Team Rosa gehen. Lila. Rolila, ja, ja. Rolila, okay. Ja, ja Markus, ich habe ja vor dem Stream erwähnt, dass ich uns Spitzhacken gecraftet habe. Aus dem Material. Ja. Was beim letzten Mal aus Gründen nicht ging. Und jetzt haben wir die. Weil ich sehr, sehr krass bin, muss man auch sagen. Ja, nee, das muss man auch einfach mal, ja, ne, appreciaten. Man muss auch einfach mal akzeptieren. Und ich habe mir ganz nebenbei eine neue Rüstung gecraftet. Mhm. Was hast du für eine Rüstung jetzt? Na, die aus dem Material. Achso. Ja. Aber die konnten wir craften, oder? Ja, ja, klar. Okay. Hier, ich bring sie dir. Bitteschön. Dankeschön. Ja. Und dann würde ich sagen, machen wir, bevor wir in den Dungeon gehen, machen wir erstmal deine Rüstung aus Meteoriterz. Das heißt, wir müssen den Meteoriten finden. Falls sich übrigens die Leute wundern, warum ich immer zur Seite gucke und dann Kommentare über Markus' Video mache, ich gucke nebenbei Markus' Livestream. Während der Aufnahme... Du guckst während der Aufnahme andere Streams. Oh mein Gott, Alter. Ja. Ich bin halt das ist halt nicht professionell, ne? Der ist einfach Multitasking, Alter. Hallo Chris, hallo. Hallo Markus, hallo. Ich hab leider den Ton nicht ein. Ah, ich hab deinen Meteoriten gefunden. Ja. Jetzt muss ich ihn nur noch. Okay. Hallo. Du musst aufpassen, die Blöcke burnen. Und da liegt eine Bombe vor dir. Bombe. Ich hab dich gewarnt. Kannst nicht sagen, dass ich dich gewarnt hätte. Alter, spreng die so viel. Bruder, vertreib mich. Kannst du dich um die. Soll ich mich um die Meteoriten-Dinger kümmern und du baust in Ruhe ab? Ja, gerne. Okay. Ist ja eh deine Rüstung. Achso, ja, lol, wir haben ja, ja den Vein-Miner. Warum sprengen wir das denn? Ja, ich hab nicht gedacht, dass der Vein-Miner damit funktioniert. Ja, what? Die Blöcke machen Feuerschaden. Hä? Ich hab nicht gemerkt, dass ich Schaden bekomme. Gut, dass du es jetzt gemerkt hast. What? Ja. Oder dir ist Sand auf den Kopf gefallen. Sand funktioniert ja hier genauso wie in Minecraft. Nee, da steht, konnte das Feuerlicht löschen. Achso, ja, dann, ja. Oh, Problemo Vatico. Ich steckte im Sand fest. RIP. Ja. Okay, aber ich bin zum Glück nicht gestorben, weil ich sehr schlau bin, auch. So, Meteoriten. Ja, ich hab ein paar. 45. Ich hab, 23. Okay, ich mach dir schon mal deine Pew-Pew-Gun. Pew-Pew-Laser-Gun, Alter. Ja. Und dann komm mal zu mir und gib mir mal den Rest. Oh Gott, ich sehe mich nur auf der Minimap gerade so runterfallen. Nice, Alter. Geil. Sehr gut. Ups. Warte, was mache ich jetzt mit dem Barren? Kann ich in die Rüstung machen? Du kannst die Rüstung normal im Craft-Menü machen. Aber du hast kein Eisen, du hast nichts. Komm in meine Werkstatt. Ich habe keinen Amboss, ne? Du hast gar nichts, Alter. Du hast gar nichts. Guck mal hier, guck mal, wie schön das ist hier. Guck mal, wie wunderschön das ist. Ja, hier sind deine Barren. Dann machst du dir die Rüstung. Oh, ich habe wieder den Boss gefunden, Markus. Welchen? Den, den wir in der ersten Folge gefunden haben. Den Crimson Boss. Lol, ja. Okay. Wollen wir den machen? Alter, komm, easy machen wir den, oder? Oh, shit. Ich habe die ganze Zeit... Oh mein Gott. Was denn? Mega Fail. Ja, man hat dich nicht gehört. Also lol, Alter. Als ob man dich nicht gehört hat. Oh, oh mein Gott, ich krieg zu viel. Markus, Alter, du bist so ein smarty McBrain, Alter. Rex sagt auch nichts, ne? Der wundert sich, warum ich mit mir selbst spreche. Ja. So, jetzt aber noch richtig, kriegst du auch am Schlüssel. Und wir fangen jetzt hier an, gegen den Boss zu kämpfen, den wir in der ersten Folge, im ersten Stream gesehen haben. Ja. Warum hat sich hier gerade direkt so ein anderer Kumpane angeschlossen? Also, vielleicht hat er den gespawnt. Meinst du, der kann das oder haben wir das irgendwie aus Versehen gemacht? Nee, ich glaube, der hat ihn gespawnt. Ja, das ist krass. Ist ja ein bisschen wie der Weltenfresser. Oh, der droppt auch die Barren. Blood Samples droppt er auch. Okay, nice. Markus, bist du alright? Ja, alles gut noch soweit. Okay. Ja, den Angriffen auszuweichen ist ja relativ einfach. Das geht, ja, das geht. Sagt er, lässt sich erstmal zweimal treffen. Mhm. Oh, shitty McBrady! Da ist der zweite.
Okay, ja, ich denke, der beschwört ab 50% und ab 25% so ein extra Dude. Max, du bist komm hier, komm hier. Nee, komm mal. Achso, du machst wieder deinen Jumping Jack, okay? Ja, Mann, das ist so gut. Okay, sehr gut. Alter, der schließt mich ja ein. Alter, ich hab ein Problem. Ich brauch auch gleich ein Problem. Du brauchst ein Problem? Okay. Nee, ich hab gleich ein großes Problem. So. Poh, ja, aber den close. Haben wir jetzt. Den haben wir doch. Oh mein Gott, das ist zu knapp. Bienen, macht ihr das jetzt? Oh, der hat schon wieder einen beschworen. Aber er ist down! Er ist down. Aber er wird jetzt trotzdem kommen. Okay. Hat er nichts getroppt? Ne, der andere droppt dann wahrscheinlich was. Okay. Wo ist der andere jetzt? Uff. Kommen sie? Okay, nein, er kommt nicht. Oder hast du was bekommen? Er ist wieder abgehauen. Nee, tatsächlich nicht. Ich hab gar nichts Neues bekommen. Okay, schade. Ich hab Blattsample bekommen und Purpurbarren. Okay. Aber das Ding ist ja, wir wollten ja die Herzen zerstören, um noch einen Meteoriten spawnen zu lassen. Achso, ja, machen wir Feuer jetzt, okay. Genau. Und vielleicht gibt's hier noch ein bisschen Loot. Ah, lol, hier ist er doch. Hier ist der zweite. Der steckt hier fest. Lol. What are you doing there? Are you crazy? Okay. Markus regelt. Ich regel das hier. Komm, wir machen das jetzt hier einfach. Markus ist der Jump King. Ich meine, ich habe nur 13 Leben. Who cares? So, okay. Man, come on. Kann man mal machen, Markus. Kann man machen. Oh, ich würde... Oh, hier ist noch sein Auge. Ich würde den Boss nicht normal machen. Ja, das machen wir schon. Ich meine, ich habe zwar echt wenig Leben momentan, aber... Ja, du kannst hier ein paar Herzen aufsammeln. Leben. Ja. Ah. Das dürfte kein Problem sein. Ja, da. Oh, lecker. Mm, lecker Lehm. So, jetzt springe ich ab. Ah, ich kann auf ihn nicht drauf springen. Ah, okay. Hä? Meine Bienenwaffe ist weg. Hä? Ah, jetzt ist sie wieder da. Ach so, okay. Oh mein Gott, ich hab mega weird. Dieses Monster. Ich hab mir meine Bienenwaffe genommen. Nosen, Alter. Ah, der Herzdrop war gut. Ja, ich habe auch keinen Loot bekommen wieder. Ja, ich hab ein bisschen was eingesammelt. War nicht so. War okay. Muss man sagen. War okay. Warum stehst du in mir drin, Boss? Bist du wahnsinnig? Ich habe ein Schwert, das 2 Millionen Schaden macht. Jo, guck mal, wie schnell der Down geht. Ja. Ja, ist halt echt legit. Ah, es ist so einfach, Leute. Too easy. Easy game. Ja. Easy. Weil einfach ist, sage ich immer. Oh, jetzt will er es richtig wissen. Jetzt hat er Bock, Alter. Jetzt hat er richtig Bock. Ah. Oh, was war eine Fackel? Okay. So, gönn dir den Loot. Na gut. Ja. Das lass mir doch nicht zweimal sagen. Natürlich. Ich wollte dir den Vortritt geben, aber... Ich hätte den anderen Loot schon bekommen. Okay. Ja, mach. Sehr gut. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen beeilen. Max, das wird doch wieder nix. Ja, ich weiß. Aber so ein bisschen, wegen so Pass-Jumps. Ich glaube, wenn der zu weit von uns weg ist, dann... Ja, eben. Mach doch lieber deine Bienen rein. Mach ich auch. Achso. Zusätzlich, Mann. Krass. Krasser Boy. Ich finde die Musik richtig chillig. Ja, die geht gut runter. Die geht wohl, oder? Ja, flieg in meine Schüssel rein, du Dreckskopf. Bist du ein bisschen dumm? Ich regeneriere auch noch Leben, also von daher bin ich eigentlich der perfekte Tank. Nice, Mann. Ja. Ah, shit. Hast du deine Rüstung überhaupt schon angelegt? Ja. Okay. Musst du gleich mal gucken, was du für einen Z-Bonus hast. Ich glaube, Mana-Regeneration. Warum ich stirb? Gleich Tag. Komm! Geh doch down! Ja, danke. Sehr schön. Lol, was ist das da oben? Na, dieses Ding, was wir immer kriegen. Ah, ja. Ja. Ah, ja, okay. Grenade Challenge. Diese Trophäe. Ja. Okay, nice. Das war auch jetzt entspannt. Ja, war gut. Ich komm da nicht ran. So. Okay. Also, wir dürfen jetzt ungeschoren in den Dungeon jetzt gehen. Jetzt dürfen wir ungeschoren wie Schafe in den Dungeon gehen, ja. Und die blauen Fackeln wird abbauen, weil die erhöhen das Gegner-Spawn. Jetzt ist Tag, läuft. Ja,
hatten da wirklich nicht viel Zeit. Ja, haben wir noch gut gemacht. Ja. Das spawnen mehr Gegner mit der Fackel, oder was? Genau, wenn die Blauen stehen, dann spawnen mehr Gegner. Und das möchten wir natürlich nicht. Nee, das wollen wir nicht. Dungeons sind ja auch schon schwer genug. Ich habe lustigerweise übrigens im letzten Mal in dieser Kiste schon einen goldenen Schlüssel gefunden. Oh, als ob. Ja, also von daher brauchen wir uns da auch keine Sorgen mehr machen. Für die erste Kiste sind wir schon mal gewappnet. Ja, die erste. Oh, Alter. Oh, das ist eine Special Kiste. Das ist die erste, die wir nicht erfüllen können? Ja. Das ist eine erste No-No-Kiste. Ich find diese klassischen Dungeons aber besser als die 1.4er Dungeon. Wie sind die da? Ne, die haben ja viel geändert mit, nicht mit unsichtbaren Wänden, aber wenn man runterfällt, können die Wände halt einstürzen und sowas alles. Mhm. Es gibt noch viel mehr Abzweigungen. Das war halt schon geil eigentlich, oder? Ja, aber es ist anstrengender auf jeden Fall. Ja. Aber holy shit, wie tief von dir einfach erstmal geht, ne? Ja. Oh, na guck mal, da ist die. Das ist der Göffel schon. Yeah! Muramasa! Oh, geil. Muramasa. Muramasa, genau. Nice, I take that. Okay, das ist eine goldene Truhe. Okay, sehr gut, wenn dir. Ne, kann ich ja nicht. Hast keinen Schlüssel? Nee, Mann, ich hab nur goldene Truhen hier. Was? Ja, ich hab auch nicht. Also, hier sind so viele goldene Truhen. Ja, sehr gut. Oh, ich hab die Mechanikerin gefunden. Ah, nice. Ja, die brauchen wir zwar nicht, mir wäre der Goblin-Tinkerer lieber, aber ist okay. Ist okay. Ich würde gerne eine Standard-Truhe finden. Einmal, hier sind so viele Truhen mit so vielen verschiedenen Schlüsseln. Aber keine, die man öffnen kann. Aber wahrscheinlich sind einige davon auch vom Mod. Kann sein. Vorstellen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Aber diese Goldschlüssel gibt es nur in solchen. Die gibt es in den Pötten, die gibt es im Schleim. Ach, auch in den Pötten? Ja, auch in den Pötten. Ah, damn. Hast du die Pötte die ganze Zeit ignoriert? Ja. GG, Markus. GG. Schon so ein bisschen. Ja. Ja, ja, soll ich sie ah! Nee, ignorieren solltest du euch auf keinen Fall. Aber wie gesagt, in den Schleim kommen die wesentlich öfter vor. Ja, in den Slimes? In den Krabben, ja. Also halt in den Slimes kommen sie eigentlich immer vor. Aua, shit. Was denn? Ja, ich bin ja gerade genailed worden. Nice. Nicht zu knapp. Nageln ist immer eine gute Sache, Markus. Naja, du weißt schon, ist halt ein Nagel, ne? Ich weiß nicht. Ich hab eine reguläre Kiste gefunden mit einem goldenen Schlüssel. Oh, du kriegst es. Ja. I'm a lucky man. Nicht? Okay, wow. Was? War knapp. Da stand eine Falle, Markus. Oha, ist da noch eine normale Truhe? Kann ich da dran? Oder das, war meine. Ja. Die habe ich mir schon gegönnt. Ah! Da kommt ja auch hier nicht zum Regenerieren, ne? Nee. Außer meiner so eine krasse. Ja? Ist ja gar nichts mehr. Was willst du sagen? Ich würde sagen, außer man hat so eine krasse Live-Regeneration wie ich, tot. War schon ein bisschen funny jetzt, muss ich sagen. War schon ein bisschen lustig, funny, ja. Aber ich habe zwei Schlüssel dafür. Und ich habe, bist du noch da, ja, ne? Ja. Okay. Ich habe den guten alten Wurmloch-Tank gefunden. Ja. Hello again! I am here. Ich öffne die Kiste. Schütze dich mal kurz. Jo. Oh, hier ist was für dich drin. Okay. Hab ich dazu geworfen. Ah, ich glaube, viele Viecher da kommen. Eine magische Route. Danke dir. Ja, gerne. Echt viele. Ah, nice. Die mag ich immer ganz gerne. Kannst du ein bisschen Pew-Pew. Ja. Echt viele gerade. Boah, ey. Echt manchmal. Manchmal ganz schön heftig, ja. Viel, ne? Hier oben ist ein Schleim. Den gönn ich mir mal schnell. Komm her, Schleim, renn nicht weg! Du renn doch nicht weg! Ich will doch nur den Schlüssel haben. Okay, ich hab jetzt zwei Schlüssel wieder. Ah, hier ist noch ein Schleim. Alter. Sie nennen mich den Schlüsselmeister aus Matrix. Alter, so viele Viecher. Ja, komplett zerstört. Also nicht mal blaue Fackeln. Nicht wirklich, nee, ich hab sie alle abgebaut. Ja. Oh Gott. Alter, dann hol ich einfach mein Muramasa-Ding. Muramasa? Ja, ist ein goldener Schlüssel. Muramasa-Ding. Ah. Okay. Da ist eine goldene Kiste, kannst du dir mal gönnen, mal. Danke. Ja, wow, absolut unsatisfying. Nicht gut? Nee. Okay. Fackel. Kann ich nochmal? Wenn du noch einen blauen Schlüssel findest, ist alles möglich, Markus. Alles machbar mit Markus. Ich habe einen gefunden. Ja. Und ich habe wieder ein Zauberding gefunden und einen Gravitationstrank. Warum kriege ich schon mal die guten Kisten, Markus? Kannst du mir das mal sagen? Und so zwei. Ich habe einen goldenen Schlüssel einfach gerade gefunden. Ich habe bis jetzt immer Kisten gefunden, wo was Geiles drin war. Jetzt habe ich dasselbe nochmal gefunden, aber stärker. Denselben Stab gefunden, aber stärker. Den du mir gegeben hast. Ja, nice. Dann, ich weiß, was wir können dir. Okay, warte mal. Ja, chillig. Markus, mich triggert das, dass du die Kisten nicht abhaust. Soll ich mich gleich. George! Au, Alter. Ich werd hier rumgereicht, Markus! Ja, ist echt so. Dauerzustand hier, glaube ich. Aua! Ja. Wenn der noch diese Verfluchten-Schädel kommen. Warte mal, da oben ist noch eine blaue Fackel, die mach ich mal weg. Ja, das ist ja, glaube ich, ganz reicht. Nee, das ist schon übel gerade hier. Nee, ich hab einen Stab für dich. Einen anderen. Ja, aber gut, ist das schon das weg hier?
Ah, nein. Danke. Ja. Ich bin wieder Harry Potter. Holy moly. Ist schon schwierig manchmal hier mit deinem. Ja, wirklich. Ist gerade schon ordentlich. Also ist nicht so, dass man sich ausruht. Nee. Also, wenn du dich ausruhst, wirst du halt direkt bestraft dafür. Ja. Mhm. Ausruhen ist hier nicht. Ich kann auch richtig mal ein paar mehr Herzen schaffen. Ja. Holy shit. Ja, das ist schön. Aber ich hab noch ein Herz, oder? Ja, ja, war da jetzt noch ein Herz, ja. Ein Herz für Markus, Leute. Ein Herz für Markus. Ah. Ich hab mein... Warte, das ist mein Mauszeiger. Im Moment, wenn du deinen Mauszeiger verlierst. Ja, das ist auch so eine Sache. Hä? Ah, nee. Da leuchte ich einmal nicht aus und dann laufe ich in so Stacheln rein. Ja, das kenn ich. Ah, Gott! Oh, Markus ist gestorben. Out of nowhere einfach. Sehr gut gemacht, Markus. Ja, so weit, so bad. So weit, so schlecht, würde ich sagen. Ah, das war jetzt alles wieder hier weg. Komm, ich damit, ich damit. Ja, okay. Jetzt lasse ich auch noch so einen Trank haben. Nein! Was für einen Trank brauchst du denn? Ja, dass ich mich zu dir bauen kann. Was ist denn noch dran? Dann musst du wohl die Beine in die Hand nehmen. Dafür würde ich gerne ein Item, ey, dass ich mich immer zu dir tippen kann. Gibt's ein Vanilla-Spiel? Leider nicht. Aber vielleicht in der Mod. Ja, das wäre schön. Vielleicht ja in der Mod. Na gut, hilft nichts. Vielleicht finden wir da auch nochmal einen. Hm. Also so ein Wurmloch-Tank. Wer weiß, was es hier noch gibt. Hier, auf jeden Fall gab es den Bergbautrank und Gold! Ein Goldportal! Oh, ich liebe Gold! Na, ja, Gold habe ich jetzt nicht so viel bekommen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das wieder weglege, aber. Ich glaube, reich werden wir im Dungeon nicht. Ich sag das nicht, Markus. Oh, ich mag die Musik im Winterbiom hier. Die ist richtig nice. Oh, Markus, ich habe ein Jojo für dich gefunden. Welches? Ist es nur ein Grün? Es ist, nein, es ist Mut. Es ist Mut, ja. Markus, Mut! Aber welches? Welcher Mut? Naja, Mut. Das Jojo heißt Mut. Naja. Ah, die Musik ist echt geil. Also, ja. Ich glaube auch nicht die Vanilla-Musik. Ich glaube, das ist ja auch wieder die aus dem Mod. Das kann sein. Ich höre ja die Vanilla-Musik. Das ist ganz schön. Also, Leute, wenn ihr die Mod-Musik hören wollt, schaut bei Markus in den Streams vorbei. Ich kann es empfehlen. Ja, sie ist wirklich. Also, haben die gut gemacht. Muss man sagen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich töte mich mal selbst mit diesem Mod, ey. Holy shit. Ja, die sind sehr nützlich, aber kannst du auch ganz schön verbauen. So, da sind wir wieder da. Da bist du wieder da mit deinem Zauberstab. Ja, ja. So, wir gucken mal kurz auf die Karte. Holy shit, alle tief. Okay. Jetzt verschießt halt. Okay, ich würde sagen, mit den Bienen sind wir immer noch gut dabei. Okay, Markus, geht hier. Ja. Ich stelle einfach, bevor ich wieder unten angekommen bin. Wie gesagt, die Laserpistole verbraucht mit der Rüstung, die du anhast, gar keinen Mana, ne? Ach so, echt? Ja, die verbraucht gar nichts. Scheiße, ich hab die weggelegt! Ja, gut. Ah, gut, weil ich nichts auf Stadtbelohnung, ja. Deswegen. So. Ja, aber die war ja eh nicht so pralle, muss man sagen. Geil, Goldschlüssel bekommen, sehr schön. Sehr gut. Ich hab Nachtdorn Fang. Knochen 69, okay. Ja, das sind einfach Items von Gegnern. Damit kannst du dir die Necromancer-Rüstung craften. Ist auch für irgendeine Klasse gut. Jetzt aber nicht lang für welche. Mana-Trank. Mana-Mana-Trank? Okay, gut, Mana-Trank brauche ich. Ich brauche einen Wurmloch-Trank. Ah, ich hab schon mal wieder einen goldenen Schlüssel zu haben. Das heißt, Leute, die nächste goldene Kiste bei uns. Okay. Ah, noch einen bekommen. Nice. Wir müssen langsam mal ein Kobalt-Schild finden. Weil ich werde hier von den Gegnern rumgeschlagen. Das ist nicht mehr feierlich. Ja, das war schön. So, hier ist wieder so ein Superhaus. So ein Superhaus? Ne, so ein. Ah, so ein. Ich weiß, was du meinst, ja. Know what I mean, buddy boy? Jo, Mann. Was ist los? Auf Ansage, Chris. Ja, was ich gerade bekommen habe. Was denn? Ein Kobalt-Schild? Kobalt-Schild. Oh, nice, Alter. GG, okay, an dieser Stelle. Dafür habe ich einen blauen Mund bekommen. Ui. Chillig. Sehr gut. Oh, noch eine goldene Kiste machen wir auf. Ich habe noch ein Kobalt-Schild. Nice, okay. Aber nur ein bisschen Obsidian. Und dann können wir uns krasses Kobalt-Lava-Schild bauen. Geil. Immun gegen heiße Blöcke. Ah, ich kann gar nicht auf die Kraft. Ich habe mich da gerade voll drauf verlassen. So ist das für los, meine Bienen, ihr müsst es richten. Immer die Bienen, Alter. Ja, die müssen dann. Die gründen auch bald eine Gewerkschaft, Markus. Ja, ich befürchte auch, wenn ich so weitermache. Ja. Primo, mein Guter. Wie geht's, wie geht's? Hallo. Einer auf dich und einer auf Yasin. Mach ich sofort, oder? Ich versuch's. Und dabei drauf zu gehen. Das ist schon ganz schön knifflig. Ganz los. Ja, war für dich und wer ist für Yasin? Ach ja. Krass. Ich hätte, glaube ich, lange nicht so sehr an einer Stelle chillen können. In dem Dungeon wie hier gerade. Deswegen war das gerade ganz passend. Das ist ein guter Dungeon, muss man sagen. Ja, du, der ist ein bisschen zu strong teilweise, aber ist okay. So. Das muss ich auch noch in meinem Minecraft-Projekt einbauen. Einfach so was komplett OP ist, wo man einfach richtig, also try haben muss, wo du so richtig Dark Souls-Feelings bekommst. Ja. Ja, das, ich glaube, darauf stehen doch die Leute. Die Leute wollen auch einfach die ganze Zeit leiden und ihre Items verlieren. Das ist doch so das Ding, was ich mittlerweile so rausgehört habe. Das ist bei Dark Souls auf jeden Fall Sinn der Sache, muss man sagen, ja. Ja, machst du Dark Souls? Ja, ich habe einfach Bock, alles zu verlieren. Immer wieder und wieder und wieder. Markus hat Dark Souls. Ich habe Knochenband bekommen, okay. Markus hat Dark Souls einfach verstanden. Ja, ich glaube auch.
Ach, ich hab keinen Schlüssel mehr, schade. Es geht nicht darum, eine Hürde zu überkommen und selbst besser zu werden. Es geht darum zu leiden. Hä, was? Ja. Hä? Ja. Gott, sind das viele. Mobs, ich will einfach nur abhauen. Oh, ich hab den Goblin-Tinkerer gefunden. Ja! Nice. Wichtigster NPC im Spiel. Hallo, mein Freund. Gib mir bitte das. Und gib mir das. Ey. What the fuck? Ah! Entschuldigen Sie, Sir. Lassen Sie. Entschuldigen Sie, ich muss ja einmal durch. Danke. Warte, ich kaufe. Sir, das hat wehgetan. Ich kaufe mir die Rocket Boots gleich zweimal. Für dich einmal mit. Klingt gut. Ja. Oh, shit, nein. Oh Gott, ich sterbe gleich wieder. Sehr gut. Lalala, so. So, er hat keinen Tag da auf der Tür. Heute ist geschlossene Gesellschaft. Was macht dieses Kobaltschild jetzt? Das schützt sich vor Rückstoß. Ah, okay. Weiß hier. Ja. Oh. Wie gesagt, das kombiniert mit Obsidian. Da hast du ein Schild, was dich vor Lava und Rückstoß schützt. Ja, eine sehr gute Waffe bekommen. Nice. Ah, das ist ein schöner Dolch, okay. Achso, du hast so einen Flugdolch bekommen? Der war so der ganze Zeit hochfliegt? Nein, leider. Piu. Ja, Markus. Oh Gott, sind da viele Dudes, ey. Der Markus, einfach wenn man die geilsten Waffen findet, was ist hier los? Hilfe. Ah, zwei Goldschlüssel. Nice. Sind besser als. Kein Goldschlüssel? Ja. Auch da kann ich dir einfach nur zustimmen, Chris. Ja. Ich hab so einen mega schnellen kleinen Deutsch gefunden. Ah, ich bin da bei dir gewesen, wo dieses komische. Wo ich weiß gar nicht, ob du hier warst. Keine Fackel. Das könntest du einfach an nicht gefunden haben. Oh. Ey. Wo macht Marie in der Küche wieder was? Was? Warum? Nur weil ich gerade Geschirr klippern hören habe. Nee, das war bei dir tatsächlich. Okay. Da ist jemand in deine Wohnung eingebrochen. Nein, das war definitiv nicht bei mir. Bei mir nicht. Okay. 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 Boah, soll ich euch mal eine peinliche Story erzählen, Leute? Oh, warte. Na, du kannst das ist wieder dieses Event. Ja, du kannst hingehen und das machen, wenn du möchtest. Ja, aber letztes Mal bin ich da voll drauf gegangen. Ja, du hast aber jetzt bessere Rüstung. Schon eigentlich, ne? Na gut, komm, wir probieren das du mal. Kann, dann haben wir noch was Spannendes. Du kannst halt bloß deine Bienen nicht unter Wasser einsetzen. Oh, meine Bienen. Ja. Ich hoffe, die bauen mein ganzes Konzept auf. Dir wahrscheinlich. Klingt super gut ab. Prost. Auf dich. Oh Mann. Ich erzähl mal eine Story. Und zwar gestern. Ich weiß nicht, ob ihr Durst Express kennt. Also es ist halt auch so wie ein paar andere Lieferservices. So für Getränke. Und das mache ich halt ganz gerne, weil ich habe halt keinen Bock. Ich habe halt kein Auto. Und ich trinke halt super gerne, wie ihr seht, aus Glasflaschen Wasser und ich habe halt keinen Bock, das halt immer so selber schleppen zu müssen. Deswegen lasse ich das gerne liefern und so, ist ganz nice. Und jo, die haben halt gestern bei uns geklingelt, dann meinte ich so, yo, ne, kommt hoch. Und dann kam der Lieferant nicht. Ich dachte so, hä, warum kommt denn nicht? Hat er die Tür nicht gefunden oder was weiß ich, ne? Und dann gucke ich halt so aus dem Fenster raus und man hat dann so von so einer Seitenwohnhaus hat man halt. Das sieht man halt auch immer, die Wohnungen, und man kann halt reingucken, wenn man halt ja keine Jalousien anhat und wenn das Fenster offen ist, dann kannst du halt relativ gut reingucken. So, ich habe so das Fenster halt aufgemacht, um halt wirklich rauszugucken, mich rüber zu beugen, ne, ob der Typ vielleicht nicht reinkommt. Und in dem Moment, ja, wo ich da rausgucke, das ist so unangenehm, laufen einfach die Nachbarn gegenüber von uns nackt an den Kühlschrank. Er macht den Kühlschrank auf, der Mann. In dem Moment guckt er zu mir hoch, sieht mich und kriegt voll Panik, die beiden rennen weg und lässt auch so den Kühlschrank offen. Und ich stehe da halt so wie der größte Spanner der Welt, ja. Weil ich halt nach dem Lieferanten geguckt habe. Ja, war mega unangenehm auf jeden Fall, diese Situation. War unerwartet, sage ich mal so. War schon ungeil. Chris voll schockiert, er ist einfach komplett still. Chris ist einfach. Er ist einfach gegangen, er ist einfach sprachlos, okay. Nee, ich sehe gerade, Chris ist anscheinend gerade AFK. Okay, er bewegt sich nicht mehr. Er ist so geschockt von der Story, Leute. Ja, ich habe mal deine Storytime genutzt, um mir was zu trinken zu holen. Ach so. Und was sagst du? Du unterhältst die Leute so gut. Ey, mega. Also, mir wäre es egal gewesen. Ich wäre einfach in den Kühlschrank gegangen, so. Das ist einfach durchgezogen, ne? Ich hab durchgezogen, aber los, Alter. Du hast einfach durchgezogen. Das Ding ist halt, ich wohne im Erdgeschoss und ich laufe im Sommer immer oberkörperfrei rum. Und die Fenster enden. Oberkörperfrei. Ja, aber die Fenster enden ja auf Hüfthöhe quasi, also von daher.
Ist da Interpretationsspielraum, meinst du? Ja, ja. Da geht einiges okay. Auf jeden Fall. Ja, nee, da war gestern kein Interpretationsspielraum, ne? Okay, das war einfach nur straight up. Das war straight up, all in. Ja. Oh, ja. All in war das? Oh, ich dachte, denen war es unangenehm. Ach so, ja. Mann, du weißt, was ich meine. Was? Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt, was ich meine. Okay, dann weiß ich, was du meinst. Ja, komplett durchfallen. Aber wie gesagt, der Lava ist beißt mir auf jeden Fall an der einen Stelle. Abfedern, ne? Da ist die Hölle. Da ist die Hölle. Ja. Markus, warum schickst du mich in die Hölle? Ich geh zurück. Was hast du denn schon wieder vergessen? Ja, rate mal, wer Schattenschlüssel hat. Also ich habe einen mit. Hast du dir einen mitgenommen von mir? Ja. Ah, sag doch was. Egal, dann haben wir zwei. Ja, ja, nimm mit. Ey, dass ich hier noch nicht gestorben bin, ist echt. Das grenzt an ein Wunder. Was nicht ist, kann ja noch werden. Ja, ich befürchte. Uah. Warum kommt Bossmusik und so komische Viecher? Oh mein Gott, was? I don't know. Was hast du getan? Was passiert hier? Na, vielleicht bist du über dem Asset-Gebiet? Ja, irgend sowas bestimmt. Ja, dann machst du doch einfach platt. Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Lach doch. Aber ich meine das doch völlig ernst, Markus. Das ist doch krass. Oh, ich hab. Oh ne, hab ich nicht. Ja! Ich hab's geschafft, mich wegzuporten mit 19 Herzen. Oh, shit. Okay, keine Ahnung, was das war, aber dafür war ich auf jeden Fall noch nicht bereit. Ah, oh, schön, das Geld gesichert zu haben. Oh, schön. Wir sind bereit für alles, Markus. Bist du auch bereit, um die heutige Session zu beenden? Ja, willst du schon, Markus? Die 2 Stunden sind noch nicht an. Ah, natürlich. Ja, Markus hält nicht so lange durch. Nee, das hat gar nichts mit Durchhalten zu tun, sondern einfach mit zu Tagesplanung. Leute, wir sehen uns hoffentlich morgen wieder in einem Stream. Ich weiß nicht, Terraria weiß ich nicht. Weiß nicht, wie es für dich aussieht. Also ich habe morgen wieder wie heute Zeit quasi. Dann sehen wir uns vielleicht morgen wieder in Terraria, Leute. Ja, cool. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend, Leute. Bleibt wie ihr seid. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Tschüss.